Trainer Karl-Heinz Feldkamp vom 1. FC Kaiserslautern hat vor der heutigen Partie einige Umstellungen vorgenommen. Sie sehen hier die Aufstellung eingeblendet. Reichel natürlich im Tor, dann die Viererabwehrkette mit Wolfgang Wolf, Eigendorf, Briegel und Werner Melzer. Werner Melzer also an Stelle von Kapitän Hans-Günther Neuss auf dem Libero-Posten. Man verspricht sich von dieser Maßnahme eine Festigung der Abwehr. Zu viele Gegentore hat man in den vergangenen Wochen und Monaten hinnehmen können. Man hofft in dieser Partie vor allen Dingen im Strafraum auf mehr Sicherheit, auf mehr Klarheit. Die soll Werner Melzer heute in seiner Partie als Libero herstellen. Natürlich keine schöne Angelegenheit für den Kapitän Hans-Günther Neuss, gerade heute hier in diesem Stadion gegen Real Madrid pausieren zu müssen. Das Mittelfeld ist besetzt mit Rainer Gaye, Bongard und Funkel, wobei man Funkel die Aufgabe übertragen hat, den Wirkungskreis von Uli Stielicke heute Abend wirkungsvoll zu beschneiden. Ein sicherlich interessantes Duell. Der Angriff mit Eilenfeld rechts und Hofedietz links auf den Flügeln und im Zentrum Bruno Hübner, der vor allem den Offensivrang von Libero Gallego bremsen soll. Eine Aufgabe, die der nominelle Mittelstürmer auch schon in Moskau und gegen Lokeren mit Bravour gelöst hat. Real Madrid über die rechte Seite mit Cunningham, der Nummer 9, Melzer, Gefahr erst einmal gebannt. Im Gegensatz zum Bundesligisten plagen Real relativ große Verletzungssorgen. Santillana und Del Bosque sind nicht dabei, sie waren verletzt, sind noch nicht wieder einsatzbereit. Zwei erfahrene Akteure ohne Zweifel, ein Handicap, vielleicht sind sie bis zum Rückspiel wieder dabei. Laurie Cunningham, den Sie eben schon gesehen haben, mit der Nummer 9, der Engländer, er war anderthalb Jahre verletzt am Fuß und am Knie, ist am Samstag im Punktspiel getestet worden. 15 Minuten lang, heute hat man seinen Einsatz riskiert. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Auch er kann eigentlich noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Uli Stielicke, Sie werden ihn sicherlich leicht erkennen, mit der Nummer 10. Das ist der Torhüter Agustin. 1,92 Meter groß, 22 Jahre erst alt. Besonderes Augenmerk sollten Sie legen auf die Spieler mit der Nummer 3. Das ist Camacho, ein Typ wie Berti Vogt. Dann Gallego, die Nummer 4, der Libero, auch der Nationalmannschaft. Und dann mit der Nummer 7, Juanito, der Rechtsaußen, der sich allerdings auch ab und zu einmal ins Mittelfeld hinüberzieht. Zu weit für Camacho. Dennoch aufmunternder Beifall von den Rängen. Real Madrid ist Favorit heute Abend hier. Und das, obwohl die Elf des königlichen Clubs vor allen Dingen in den letzten Punktspielen versagt hat. Vier Begegnungen haben sie gespielt. Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, das ist nicht allzu viel. Die Meisterschaft scheint also verloren. In den verbleibenden 8 Runden kann man den 5-Punkte-Rückstand zur Latec-Mannschaft des FC Barcelona kaum wieder wettmachen. Und etwas anderes als der Titel zählt hier für die Madrider Fans nicht. Bongard, auch er war wochenlang verletzt. Bruno Hübner gegen Sabido, die Nummer 5, Hofedietz, sein Gegenspieler San José. Die Zuschauerzahl ist schwer zu schätzen, etwa 65.000, 70.000 mögen es sein. Das Stadion ist ja für die Weltmeisterschaft umgebaut worden. Das Finale findet hier im Juli statt. Es passten einmal über 120.000 hinein in dieses Stadion. Jetzt ist das Fassungsvermögen auf 92.000 begrenzt. Cunningham, Melzer greift ihn an. San José. Juanito, dribbelstark, ab und zu etwas
zu Ball verliebt. Angel, die Nummer 8 war das, und dann wieder Cunningham. Juanito, Schussposition für San Jose. Und beinahe schon das 0:1. Oder besser gesagt das 1:0 für Real Madrid. Reichel schon auf dem Weg in die andere Ecke und das ist der Schütze. Erste gute Gelegenheit für Real Madrid nach 5 Minuten also. Alle Spieler bis auf Torhüter Agustin in der Hälfte des ersten FC Kaiserslautern weit zurückhängend. Auch Uli Stielicke hier mit einem Fehlpass. Ja, und diese Entscheidung hätte man auch andersrum fällen können. Für mich war der Einsatz von Stielicke etwas zu hart, aber am besten hätte man weiterspielen lassen. Stielicke gegen Funkel. Gallego, der Libero, sehr offensiv und die erste Ecke. Es sieht also so aus, als sollten sich Gallego, den Sie hier sehen, der Libero und Uli Stielicke, der ansonsten im Mittelfeld das Tempo macht, heute hier abwechseln. Juanito. Hofeditz. Und gleich Eckball Nummer 2. Wieder Juanito. Riegel kommt nicht an den Ball. Glück, dass auch der Spanier den Ball nicht richtig erwischt. Das war wieder Gallego. Und jetzt müsste es einmal faul zugunsten des ersten FC Kaiserslautern geben. Uli Stielicke gelacht, aber er weiß natürlich auch, dass er sich zu sehr eingesetzt hat. Die Temperaturen hier heute Nachmittag in Madrid etwa bei 20, 25 Grad, frühlingshaft, fast sommerlich warm. Der Rasen, das Stadion in hervorragendem Zustand, wahrscheinlich sogar etwas ungewohnt für die doch wintergeschädigten Pfälzer. Der Schiedsrichter, eben haben Sie ihn vielleicht in Aktion gesehen, Herr Wojtech Christoph aus der Tschechoslowakei. Ein erfahrener Mann. Der erste FC Kaiserslautern kennt ihn, er hat schon einmal ein Spiel dieser Mannschaft geleitet. Sabido. Cunningham gegen Briegel. Wolf. Melzer. Eigendorf. San Jose. Angel. Und die 4, das ist Gallego. Melzer. Foulspiel. Für mich etwas zu theatralisch, was der Herr Wojtech Christoph, der Schiedsrichter, hier macht. Er sollte durch seine Gestik eher zur Ruhe beitragen und nicht zur Hektik. Uli Stielicke zur Entfernung 30 Meter. Mal sehen, ob er einen Schuss riskiert. Nur eine Zwei-Mann-Mauer beim ersten FC Kaiserslautern. Bongas. Hofedit. Ganz allein muss den Ball halten. Stielicke. Juanito, zwar mit der Nummer 7, aber schon im Mittelfeld. Reichel. Camacho, sein Gegenspieler, Eigenfeld.